Der 93.6 Jam FM Kinocheck mit Robert Hofmann. So, Robert, was geht denn ab? Ey, heute ist wieder Donnerstag, das bedeutet, neue Filme kommen raus. Erzähl mal einen. Auf jeden Fall gibt es drei nicht uninteressante. Fangen wir an mit Kingsman. Schon von gehört? Ich hab schon mal von gehört. Ja? Nein? Okay. Ich weiß aber nicht, worum es geht. Kingsman, The Secret Service, ein Geheimdienst, der geheimer ist als alle Geheimdienste und wird auch für diese Sachen unterstellt, wo einfach keiner Bescheid weiß, aber wo höchste Priorität gefragt ist. Und die lesen aber gleichzeitig einen Typen von der Londoner Straße auf. Dessen Familie ist auch schon so ein bisschen involviert in dieses Familiengeschäft. Und dann gibt es das härteste Rekrutierungsprogramm, das es jemals gab. Und eine ganz heftige Mission mit einem lispelnden Samuel L. Jackson als Bösewicht. Und Oscar-Preisträger Colin Firth, verdammt in Shape, auf der anderen Seite. So ein Mix aus Crank versus James Bond versus Komödie. Klingt gut. Ja, ganz, ganz komischer, abgedrehter Film. Geht auch, glaube ich, über 2 Stunden. Aha. Und der Film ist in manchen Momenten so mit unglaublichen geilen Slow-Motions, der neue Matthew Vaughn-Film versehen. Und wird dann so brutal, dass du denkst, wo kommt denn auf einmal das ganze Blut her? Wird immer besser. Also mich hat er. Mich hat er jetzt komplett. Schon, ja. Was mir ja persönlich immer gefällt, ich mag ja jegliche Form von Rekrutierung. Also wenn es darum geht, Tests irgendwie zu bestehen und zu zeigen, was man drauf hat und weißt du. Ist auch im Trailer ganz geil. Da hast du zum Beispiel diese ganzen Nachwuchsleute, die aus dem Flugzeug springen und dann kommt mitten, als sie gerade abspringen, die Frage, was macht ihr eigentlich, wenn einer keinen Fallschirm hat? Das ist so die Aufgabe. Das ist so das Level. Die Frage ist, wer hat keinen? Ja, genau, das ist es ja. Was ist, wenn einer und keiner weiß mehr? Film Nummer zwei ist die Trauzeugen AG. Ein Typ will heiraten und braucht aber gleich 7 Trauzeugen. Warum auch immer. Problem ist, er hat nie so wirklich beste Freunde gehabt. Ja. Und wo kriegt man die jetzt her? Und da kommt die Trauzeugen AG ins Spiel mit Kevin Hart, der nämlich Trauzeugen vermittelt. Und deswegen braucht er irgendwie 7 bisschen freakige Typen, die aussehen wie vergewaltiger Zwerge, so heißt es im Trailer, die dann versuchen sollen, irgendwie diese Hochzeit zustande zu bekommen. Ziemlich langweiliger Titel, vom Namen her richtig lustiger Film geworden. Ja. Also wir hatten das Glück, dass wir ihn schon in der Pressevorführung mal gesehen haben damals, ne? Mit Kevin Hart, Josh Gad ist ebenfalls mit dabei und ich muss ehrlich sagen, was mich nicht irritiert hat, aber was ich interessant fand, war diese Slapstick-Elemente, die plötzlich noch mit eingespielt wurden. Ne? Also ich kann ja nur mal eine Sache sagen, ohne zu spoilern, ich spoiler generell eigentlich nie. nein, ist zum Beispiel, wo sie über die Brücke springen mit dem Auto. Ja. Hat mich ein bisschen alles erinnert, so an Chevy Chase und die... Nackte Kanone und so. Ja, genau, die skurrilen 4. Na, da holt man so eine neue Generation auch wieder ab mit dieser Art Humor. Gibt's gar nicht mehr so oft und es ist schön anzusehen. Und wenn man kann natürlich auf Englisch, da ist ja unglaublich lustig. Ja, Big Mitchum ist einfach the shit. Ja, außerdem noch Penny von Big Bang Theory dabei, wa? Ja. Schön anzusehen. Lohnt sich, finde ich. Was haben wir noch als dritten und letzten? Ja, das ist ein Ding, da freue ich mich natürlich für euch, weil ich weiß, ihr habt schon ganz große Fans in diese Richtung, nämlich eine neue Realverfilmung von Cinderella. Ja, da hast du mich natürlich auch schon. Also Cinderella ist, ich habe ja alle Bücher gelesen von Cinderella, von 1 bis 15. Ist so comic-mäßig oder real life so? Naja, Realverfilmung, heißt alles in echt. Mit Cate Blanchett unter anderem als böse Stiefschwester, Helena Bonham Carter dabei, falls ihr die kennt, als zauberhafte Fee. Kennst du nicht aus Fight Club, die abgedrehte Frau damals? Helena Bonham Carter. Ja. Und vor allem die altbekannte Geschichte halt von Ella, die dann, ich muss ja Cinderella jetzt nicht im Grunde erklären, aber richtig pompös aufgefahren. Das Ganze lief schon auf der Berlinale, da habe ich mir den angesehen. Und wenn man Märchen mag, das muss natürlich sein, dann gibt's ein richtig schönes Märchen mit dreilagigem Zuckerguss obendrauf, mit Prinzen und allem drum und dran und echt fein animiert. Wenn es darum geht, man hat irgendwelche animierten Tiere, die Tauben fallen weg, dafür gibt's so Mäuse und irgendwelche Echsen, die groß werden. Und auch die Kutsche von Cinderella, richtig fein das Ganze in Szene gesetzt. Mhm. Wenn man Märchen mag und Familien gerne dahin gehen, dann muss man das sich mal anschauen. Man ist jetzt aber nicht in die Richtung gegangen, wie zum Beispiel bei Hänsel und Gretel, wo man dann so, dieser Neuverfilmung, wo man dann schon sehr splattermäßig... Hänsel und Gretel, Hexenjäger? Cinderella rennt jetzt nicht durch den Wald und fängt an, das mit irgendeiner Riesenkanone und knallt im Grunde alles auf, was da kommt. Ist ein Disney-Film. Okay, cool. Okay, deine Empfehlung von den dreien, welchen würdest du dir am liebsten nochmal angucken? Kingsman. Kingsman. Mhm. Da bin ich gespannt drauf. Da freue ich mich extrem. Schaut euch den unbedingt an. Macht Spaß.